Messe, Firmenunterricht, Beichte, Erstkommunionunterricht, die Sternsinger, das sind Veranstaltungsformate, die wir gut kennen aus dem kirchlichen Leben. Aber immer wieder gibt es auch da diese Stimmen, die sagen, ja, das spricht die Menschen heute viel zu wenig an. Wir müssen niederschwelligere Angebote auch noch finden, damit wir auch Menschen ansprechen, die den Weg eben in die Messe oder zur Beichte noch nicht gefunden haben. Neue Veranstaltungsformate. Der liebe Johannes Hartl ist da sicher ein Experte. Wir kennen die Mehrkonferenz, wir kennen viele große Veranstaltungen, die er in Augsburg gemacht hat. Er hat auch eine große Kenntnis aus den Freikirchen, mit denen er viele Verbindungen hat, wo neue Methoden, neue Veranstaltungsformen entwickelt worden sind, die die Menschen heute besonders anziehen und ansprechen. Ich freue mich sehr auf den dritten Vortrag, der besonders spannend sein wird. Neue Veranstaltungsformate für die Verkündigung des Glaubens. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, zurück zu Teil 3 dieser Blockvorlesung zum Thema Neuevangelisierung durch erneuerte Formen. Eine der wichtigsten neuen Formen zur Evangelisierung ist eine der ältesten. Schon wenn wir in die Bibel schauen, von Anfang an war Glaube etwas, was sich im sozialen Rahmen ereignet hat. In Exodus 19 und den folgenden Kapiteln gibt es eine Versammlung der Israeliten und an sie ergeht das Wort des Herrn, also nicht nur an Mose allein. Es ist eine heilige Versammlung. Als der Tempel eingeweiht wurde, hat Salomo eine heilige Versammlung ausgerufen. Es gab was zum Essen und es wurde gesungen und es war ein freudiges Fest. Und als nach der babylonischen Gefangenschaft Esra und Nehemia das Volk wieder gesammelt hat, gab es eine Umkehrversammlung zum Herrn mit Buße, mit Fasten, Weinen, mit Klagen. Als der Heilige Geist gefallen ist auf die junge Kirche, ist er nicht individuell auf die Einzelnen gefallen, sondern als sich die 120 im Obergemach versammelt hatten, dann kam der Heilige Geist. Das ist auch ein bisschen wie eine Neufassung dieses Ereignisses am Horeb. Und quer durch die Kirchengeschichte haben Versammlungen eine besondere Bedeutung. Es wird über die frühesten Christen erzählt, dass sie sich am Sonntag vor Tagesanbruch versammelt haben. Wenn man die Apostelgeschichte liest, man sieht die junge Kirche immer versammelt. Im Gebet oder in der Säulenhalle am Tempel. Sogar nachts, als Petrus aus dem Gefängnis entlassen wird, geht er an die Tür und die Magd Rohe öffnet ihm und die sind in einer Gebetsversammlung. Und eben später genauso, wir denken an Wallfahrten, wir denken an die großen Volkspredigten auch von großen Heiligen wie Bernhard von Clairvaux und Johannes Tauler. Wir denken an einfach Kirchweihen und ähnliche kirchliche Feste. Der christliche Glaube lebt von der Versammlung. Und diese Versammlungen haben sich, wenn man sie genau anschaut, im Laufe der Jahrhunderte durchaus auch verändert. So vor 100 Jahren oder ich weiß nicht, wann der erste war etwa, gab es den Katholikentag. Das war eine neue Erfindung vor 30 Jahren, 40 Jahren, gab es den ersten Weltjugendtag. Und ich glaube, dass Großversammlungen ein unglaubliches Potenzial haben. Jetzt ganz aktuell während Corona erkennen wir, wie sehr uns sowas auch fehlt. Aber die Zeit wird wieder kommen, egal mit welchen Auflagen genau. Ich glaube, dass neben einer erneuerten Sprache ein erneuerter Umgang mit Veranstaltungen absolut essentiell wichtig ist. Ich möchte, bevor ich das tue, neue Veranstaltungen, nur noch eine Sache anfügen, die mit der Sprache noch zu tun hat. Und zwar, ich habe gesagt, dass der ganze Trend, dass wir schnell auf den Punkt kommen müssen, dass wir normal reden müssen, dass wir überhaupt erstmal die Brücke bauen müssen zu anderen. All das wird im Zeitalter des Internets noch größer. Ich möchte, bevor ich auf die Veranstaltungen komme, noch kurz was über Digitalisierung sagen. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, das für die Zukunft so entscheidend sein wird, weil es bestimmen wird, ob wir Menschen überhaupt erreichen oder nicht. Deswegen, ich wollte das eigentlich an der Stelle gar nicht beschreiben, aber ich sage kurz ein paar Sachen über das Thema digitaler Auftritt. Also was gehört zu einem digitalen Auftritt? Was gehört, wenn wir es geht ja um Menschen, ne? Wenn wir uns für Menschen verstehbar machen wollen, die im digitalen Raum sich bewegen, egal ob sie einfach an eine Pfarrgemeinde denken, an eine Organisation, an eine Veranstaltung, an diese vier Themen oder fünf Themen würde ich denken. Das eine ist eine Homepage.
auch hier auf einen Blick ersichtbar, worum geht's. Ich kenne ganz viele Pfarrgemeinden, ich will einfach nur in eine Messe gehen. Ich will wissen, wann ist am Sonntag die Messe. Ich gehe auf die Homepage, dann das Erste, was ich sehe, ist Seniorenausflug verschoben, dann Kirchenrenovierung abgeschlossen, dann Untergruppe Ministrantenplan, dann kann ich mich von dort weiterklicken über die Sozialstation. Ich habe mit all dem nichts zu tun, ich will in den Gottesdienst gehen und habe es erstaunlich schwer zu finden, wo ist der, wann fängt der an. So, das ist ganz klassisch, oft denken wir unsere sozialen Medien oder unsere Sachen sehr stark von innen und nicht von außen. Das ist einmal mehr ein grundsätzliches Problem, das auch mit Kommunikation zu tun hat. Das hier ist interessant. Interessant ist, was diese Person versteht, nicht wie ich es eigentlich meine. Deswegen brauche ich eine Homepage, die auf den Punkt bringt, was ist das Angebot, was machen wir, worum geht es bei uns. Das nächste ist das Thema YouTube. Heutzutage ist Video so omnipräsent, es gibt von fast allem ein Video und ich finde, es sollte einen YouTube-Kanal geben, egal was sie tun. Zumindest wenn es, also nicht, sie machen einen Jugendgebetskreis, sie machen eine Wallfahrt, sie machen eine Firmenvorbereitung, egal was es ist, man kann ein Video dazu machen. Es gibt ganz viele junge Leute, die sich total gut mit diesen Technologien auskennen, man muss sie nur fragen. YouTube. Danach, ich würde sagen, wenn man junge Leute ansprechen will, ist Instagram die nächste wichtige Plattform. Es gibt auch Facebook und Twitter und verschiedene andere, aber das sind für junge Leute sind die nicht genauso wichtig wie Instagram. Ich finde, dass die drei Sachen zu einem digitalen Auftritt gehören und ich würde sehr intensiv darüber nachdenken, wie man den gestalten kann. Jetzt, wenn ich über Veranstaltungen spreche, möchte ich zunächst über eine ähnliche Konstellation sprechen wie das, was wir gerade bei der Kommunikation hatten. Bei der Kommunikation hatten wir so dieses Sender-Empfänger-Problem. Ja? Der hat eigentlich was zu sagen, aber der versteht es nicht. Ich werde Ihnen, die von Ihnen, die Points brauchen, den Auftrag geben, ein Veranstaltungsformat zu konzipieren für eine bestimmte Zielgruppe. Wenn Sie irgendwas haben, was wächst, wenn Sie irgendeine Veranstaltung haben, wo hunderte von Leuten hinkommen, kann man sich analysieren, was bietet diese Veranstaltung an Mehrwert für welche Leute? Und wenn da ein echter Mehrwert ist und wenn es echte Menschen gibt, die sagen, das will ich, dann funktioniert das. Also, das hier, das ist der Mehrwert. Das ist das tolle Ding. Das ist das, was ich unbedingt haben will. Und das hier ist ein Mensch, der in seinem Kopf real diese Frage hat. Und wenn dieser Mehrwert wirklich eine Antwort auf diese Frage bietet, dann wird dieser Mensch gerne zu dieser Veranstaltung gehen und er wird anderen davon erzählen und das wird wachsen. Das funktioniert im menschlichen Leben allgemein. Das ist übrigens auch der Tipp, den ich Ihnen geben kann, wenn Sie Milliardär werden wollen. Wissen Sie, wie Sie ganz leicht Milliardär werden wollen? Sie brauchen einfach nur ein Problem, das viele Menschen haben. Sie finden eine Lösung dazu. Warum ist denn der Henry Ford ein Multimillionär geworden? Ja, weil er herausgefunden hat, ein Kfz, ein Kraftfahrzeug, das ist das, was jetzt gerade jeder will. Aber die sind zu schwierig herzustellen, sie sind zu teuer. Seine Idee war, ein Kfz für jeden zu produzieren. Das ist was jeder toll fand. Deswegen haben es alle gekauft, weil es ein reales Bedürfnis gestillt hat. Das heißt, oft haben wir eine andere Vorstellung von einer Zielgruppe. Wir denken, ja, ich habe unbedingt am Herzen, ich will meditatives Seidenmalen für 92-jährige Menschen mit Migrationshintergrund. Weil mein Herz brennt für Menschen mit Migrationshintergrund und brennt für 92-Jährige und brennt für Seidenmalerei. Nun okay, die Frage ist, aber nicht nur die, habe ich eine tolle Idee, brennt mein Herz für was, sondern gibt es diese Menschen wirklich? Wenn ich hier draußen einen Laden aufmachen würde oder so eine Organisation für Seidenmalerei für 92-Jährige Menschen mit Migrationshintergrund, der Laden wird nicht funktionieren, weil es so viele Menschen gar nicht gibt, die diese Not haben. Im kirchlichen Bereich wird es aber so laufen, verzeihen Sie, ich polemisiere, dass die Kirchensteuer sagt, ich bezahle deinen Laden für 92-Jährige,
Seidenmaler, egal ob da jemand kommt oder nicht. Und da würde man denken, ja schön, dann geben wir also jedem einen Raum, der irgendeine Idee hat und sich einbringen möchte. Es funktioniert aber nur solange die Kirchensteuer fließt. Und wenn wir jetzt Organisationen bauen wollen, die bestehen können in einem postvolkskirchlichen Rahmen, müssen wir die Frage stellen, biete ich wirklich eine Antwort für eine Frage, die Menschen wirklich real haben? Und wenn das der Fall ist, wird das Ganze wachsen. Und wenn es nicht der Fall ist, wird das Ganze nicht wachsen. Das Tolle ist, wir dürfen ja vertrauen, dass grundsätzlich das Evangelium Jesu, dass grundsätzlich die Botschaft von Gott und die erfahrbare Gegenwart Gottes die Lösung für alle Probleme ist. Wir müssen aber trotzdem genau schauen, an welcher Stelle können wir das wie platzieren, dass es Menschen wirklich erreicht. Es reicht ja auch nicht, wenn der Henry Ford sagt, ich bin der Meinung, dass generell technischer Fortschritt was ist, was alle Leute brauchen. Nein, er hat schon ein konkretes Produkt gebaut, nämlich diesen Ford 1 oder wie der hieß, das erste Auto, das massengefertigt war, das diesen Erwartungen entsprach. Und so konzipiert man eine Veranstaltung. Man überlegt sich, für wen ist diese Veranstaltung, was wollen diese Leute, was brauchen diese Leute und was können wir anbieten, dass sie gerne kommen, dann braucht man auch gar nicht so wahnsinnig viel Werbung. Jesus hat ja auch keine Flyer gedruckt. Die Leute sind trotzdem gekommen und es wird ansprechend sein. Ich habe im Laufe der Jahre viele Veranstaltungen gemacht und manche haben ganz toll funktioniert und manche nicht so toll. Aber ich glaube, ein paar Sachen kann man daraus lernen. Neue Veranstaltungsformate. Wir sehen Dinge, die nicht mehr besonders gut funktionieren. Sie müssen verzeihen, dass ich ein bisschen abstrakt bleibe, weil es hängt so davon ab, in welchem Bereich Sie dann wirken wollen. Aber wir sehen Veranstaltungsformate, die nicht mehr funktionieren. Pfarrfeste, wo niemand mehr kommt, Firmenvorbereitungen, die so nicht mehr funktionieren, Sachen, wo früher viele Leute kamen, wo keiner mehr kommt. Andere Veranstaltungsformate, die boomen. Ich durfte selbst im Laufe der Jahre Teil von einer Konferenz sein, die mehr heißt, die wir hier in Augsburg angefangen haben, die haben wir 2008 mit 120 Leuten oder 100 Leuten etwa gestartet. Und letztes Jahr waren da jetzt 12.000 Leute. Also das war eine Vervielfachung um das 120-fache. Ich habe das eher analysiert und mich gefragt, warum funktioniert das so gut? Warum erreicht es so viele Menschen? Und das sind ein paar Prinzipien, von denen ich glaube, dass es sich wunderbar auch auf andere Sachen übertragen lassen. Es gilt immer bei Wachstum vorsichtig zu sein. Es sind immer auch ein bisschen Magie auch mit dem Spiel, also im Sinne von Sachen, die man nicht planen kann, was man nicht eins zu eins wiederholen kann. Manchmal ist auch ein Momentum in der Luft, wo man gar nicht genau weiß, woran das liegt. Es lässt sich nicht alles machen, aber es gibt trotzdem Prinzipien, die tendenziell Wachstum befördern. Wenn Sie generell das Thema Wachstum, auch Gemeindewachstum interessiert, es gibt ein Forschungsteam, das weltweit wachsende Gemeinden und wachsende christliche Gruppen erforscht hat. Christian A. Schwarz heißt der Theologe und er hat ein Institut gegründet, das heißt NCD, Natural Church Development, natürliche Gemeindeentwicklung. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich glaube, es heißt sogar natürliche Gemeindeentwicklung, wo er einfach datenbasiert auf der ganzen Welt nachgewiesen hat, es gibt etwa 9 Faktoren, die bewirken, dass Gemeinden wachsen. Ich kriege nicht mehr alle zusammen, aber ein paar fallen mir noch ein. Gemeinden, die wachsen, haben ein intensives Gebetsleben, haben eine ganz herzliche Willkommenskultur, gibt es Kaffee, haben Gottesdienste, die sehr erlebnisstark sind, haben eine Kommunikation und eine Sprache, die klar ist. Sie haben eine bevollmächtigende Leiterschaft, also Führung, die andere Leute bevollmächtigt. Sie haben Kleingruppensysteme, also wo Leute sich austauschen können. Ja, das sind so 6 Sachen, die man anfängt. Die anderen finden Sie dann noch raus. Total interessant. Und was mich daran fasziniert, ist, dass es halt doch Prinzipien gibt, warum Sachen wachsen und andere eben nicht. Und ich versuche Ihnen was Paralleles jetzt für die Veranstaltungen aufzuzeigen.
Das erste, ich nenne den ersten Wert Exzellenz, damit ist natürlich nicht gemeint ein kirchlicher Würdenträger, sondern im Sinne von exzellenter Qualität. Wir haben in der Kirche oft ein, finde ich, ein bisschen ein falsches Verständnis von dem, was Armut ist. Armut ist nicht zu verwechseln mit Lieblosigkeit. Wenn ich mir gar keine Mühe gebe, wenn ich was hinklatsche, wenn ich das Erstbeste einfach nur mache, ist es nicht der apostolische Wert, der evangelische Wert der Armut, sondern es ist Lieblosigkeit. Armut ist was anderes. Armut bedeutet, frei zu sein vom Wunsch, persönlichen Gewinn zu machen. Aber Exzellenz ist die Haltung, die die Baumeister von gotischen Kathedralen inspiriert hat. Das war nicht der Wunsch, selber großartig zu sein, sondern es war der Wunsch, zu Gottes Ehre, aber natürlich auch für die Menschen, die dort Gott feiern sollen, das Beste und Schönste zu schaffen, was möglich ist. Und wenn wir Veranstaltungen gestalten, sollte das auch unser Anspruch sein. Man kann da ganz viel lernen, auch von säkularen Veranstaltern. Tatsächlich, ich sage das manchmal ein bisschen frech, aber es ist echt so, ich arbeite mittlerweile in Veranstaltungen fast lieber mit säkularen Leuten in Licht- und Tontechnik oder so zusammen als mit Christen, weil die ihren Job oft besser machen. Bei den Christen ist es oft so ein bisschen das Gefühl, ja, ist ja für die Kirche, das ist ja nicht ganz ernst. Ich glaube, wir sollten lernen, wie Audi einen neuen Audi präsentiert. Ja, die sagen nicht, ja, übrigens, ich habe einen Flyer ausgedruckt, es gibt einen neuen Audi, könnt ihr euch mal mitnehmen. Ja, bitte nehmen Sie den Flyer mit. Nehmen Sie bitte den Flyer mit. Nein, die präsentieren das so, als wäre dieser Audi oder bei Apple das neue iPhone, als wäre das die Rettung der Menschheitsprobleme. Hier, wir haben noch nie so was Schönes geschaffen wie dieses Ding. Und die zelebrieren das, da können wir was lernen davon. Das ist natürlich übertrieben, weil der Audi oder das iPhone sind ja gar nicht so großartig, aber unser Gott ist eigentlich sehr großartig, deswegen verdient er, dass wir Veranstaltungen richtig gut planen. Man kann das lernen. Wir bilden hier bei uns im Haus auch Veranstaltungstechniker aus. Und also das zeigt einfach nur dieses, sowas wie die Mehrkonferenz, das fällt nicht nur vom Himmel, sondern da ist sehr viel Expertise dahinter, die wir uns erst stark von außen eingekauft haben und gelernt haben und mittlerweile auch eigene Leute haben und ausbilden. Wir sollten bei Veranstaltungen ein großes Maß an Exzellenz anstreben. Das hat damit zu tun, wie die Homepage aussieht, wie die Flyer aussehen, ob der Raum schön ist, ob die Musik gut ist, ob was auch immer da geboten wird, einfach gut gemacht ist, das Essen gut ist. Der nächste Wert ist Herzlichkeit. Der ist eher noch wichtiger als die Exzellenz, mindestens genauso wichtig. Mindestens genauso wichtig. Überlegen Sie, wie können Sie eine Atmosphäre von Herzlichkeit erschaffen? Ich glaube, wir unterschätzen, wie unvorstellbar kalt, unpersönlich und ablehnend alles, was die Kirche macht, auf die meisten Menschen wirkt. Also wenn ich in so eine Kirche reingehe und ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mal mit anderen Ländern, das ist in Afrika ganz anders, das ist erst recht in Freikirchen ganz anders. In Freikirchen ist es völlig normal, dass da der Pastor oder irgendein Begrüßungsteam im Foyer steht und nachher auch noch sich bei jedem verabschiedet oder noch auf einen Kaffee einlädt. Das ist übrigens sogar in katholischen Kirchen in den USA üblich. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich gesehen, vielleicht sagen Sie, ich möchte es überhaupt nicht. Ja, aber wenn zumindest das Angebot da ist. Wir müssen überlegen, wie können wir eine herzliche Atmosphäre erschaffen, wo es irgendwie was gibt, wo irgendjemand lächelt, wo man irgendwie persönlich begrüßt wird, wo jemand die Tür aufhält, wo die Moderation bei der Veranstaltung nicht so stocksteif verbiestert dasteht, sondern irgendwie fröhlich und Sie sind willkommen und es ist einfach schön. Das Herzliche bewirkt, dass das Herz aufgeht. Das Nächste ist, wir brauchen Veranstaltungen, die einen sozialen Raum eröffnen. Ganz abstrakt gedacht wieder, wenn man direkt eine Veranstaltung macht, zum Beispiel ein Treffen, ein Kongress über irgendwas, ein Vortrag zu irgendwas, wie können Leute ins Gespräch kommen? Kann man da noch zusammenstehen? Gibt es irgendwelche Kleingruppen? Kann man beim Essen zusammensitzen? Gibt es nachher noch Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen? Oder selbst wenn Sie was im digitalen Raum machen, Sie können eine Gebetsveranstaltung auf Zoom organisieren oder auf irgendeiner Plattform, gibt es dann die Möglichkeit, sich noch kennenzulernen? Wir haben auf der Mehrkonferenz mittlerweile, könnt ihr darüber lächeln, dass es albern ist, aber es gibt bei uns sogar Speed-Dating mittlerweile, weil wir herausgefunden haben, dass es viele junge Leute gibt, die auch
auch auf die Mehr kommen, weil sie denken, vielleicht lernen sie dann jemanden kennen. Mittlerweile gibt es sogar einige Hochzeiten schon, die auf dieses Speed-Dating zurückgehen. Das funktioniert zwar nicht immer, aber es ist so, es trägt dieser Sehnsucht Rechnung. Natürlich gehen Leute nicht nur auf eine Veranstaltung, um Gott zu treffen, sondern auch um sozialen Anschluss zu finden. Und das ist ein menschliches und völlig legitimes Grundinteresse. Also wie können wir einen sozialen Raum aufbauen? Wir gehen jetzt eine Stufe tiefer und das ist die Gebetsvorbereitung. Es gibt eine geistliche Welt, auch wenn viele nicht dran glauben. Einer der Gründe, warum wir missionarisch und evangelistisch oft zu wenig aktiv sind, ist, weil wir die geistliche Realität unterschätzen. Wenn Sie in Ihrem Pfarrsaal 100 Leute sitzen haben, die kommen auf Ihre Einladung hin, es sind 100 Leute mit ihrer eigenen Geschichte und 100 Leute, bei denen der Feind und Gott um die Seelen kämpfen. Und wenn Sie wollen, dass diese Leute was zu sitzen, einen Platz zum Sitzen haben und es warm haben, dann müssen sie die Heizung aufdrehen und Stühle hinstellen. Wenn sie wollen, dass genug zum Essen da ist, müssen sie genug Gulasch kochen. Was müssen sie tun, wenn sie wollen, dass diese Menschen geistlich berührt werden? Da genügt das Gulasch nicht und auch noch der Stuhl nicht. Da muss es im Gebet vorbereitet sein, weil es einen echten geistlichen Kampf drum gibt. Egal, wenn sie was organisieren, wenn sie mal eine Wallfahrt organisieren oder irgendwas, Sie werden merken, Projekte sind umkämpft. Solange Sie eine kleine graue Maus sind, den Schwanz einziehen und nichts tun, passiert auch nichts. Aber sobald Sie irgendwas tun, werden Sie merken, da gibt es Widerstände, da gibt es auch Leute, die regen sich auf. Und dann auf einmal merkt man selber, ich selber fange an, an mir zu zweifeln. Und dann sieht man nicht gleich die Erfolge und so weiter. Es gibt Widerstände, die müssen im Gebet auch bekämpft werden. Es gibt Leute, die eigentlich kommen sollten und kommen wollten, kurz vorher absagen oder dann wird bei denen geht das Auto kaputt. Wir müssen die Gebetsvorbereitung einer Veranstaltung genauso intensiv planen wie die technische Vorbereitung. Weil die Techniker, die sagen immer, ja, wir brauchen das und das, Kabel müssen wir legen und Strom brauchen wir da und da. Die Gebetsvorbereitung ist mindestens genauso wichtig. Ich möchte das eine gar nicht gegen das andere ausspielen. Wir brauchen aber Gebetsvorbereitung. Dann, was passiert in der Veranstaltung selber? Es ist jetzt egal, was es ist. Das kann ein Gottesdienst, eine Eucharistiefeier sein. Es kann ein Vortrag sein. Es kann eine Konferenz sein. Ich habe herausgefunden, meine Intuition ist, meine Erfahrung ist, es gibt eine Sache, die das stärkste Potenzial hat, Menschen persönlich anzurühren, und das ist gemeinsames Gebet. Und zwar besonders gemeinsames Gebet, das Emotionen berührt. Am stärksten sieht man das meines Erachtens in einem der erfolgreichsten missionarischen Projekte der letzten Jahrzehnte, und das ist der Ort Taizé im Burgund. In Taizé. Taizé ist nicht bekannt für besonders viel vermittelter Botschaft. Ist auch nicht bekannt für eine große politische Aktion, die daraus entstanden ist, aber es ist bekannt dafür, da singen Leute gemeinsam und es ist schön und es berührt. Taizé ist von der Stilistik her natürlich auch stark aus den 50er und 60er und 70er Jahren gewachsen. Es trotzdem funktioniert immer noch gut, aber ist ästhetisch sehr ganzheitlich. Das Ganze kann man aber natürlich auch noch moderner machen. Ich persönlich komme gar nicht so stark von der Lobpreismusik her, zwar, aber ich staune darüber, wie sehr diese moderne Lobpreis- oder Worship-Musik es zum Beispiel schafft, Leute, die auch der Kirche von den Formen her fernsteht, persönlich zu berühren. Jetzt vielleicht kommen sie eher von der Gregorianik oder von der klassischen Musik und können mit dem Pop gar nicht so viel anfangen. Das Problem ist, nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen in unserem Land hört klassische Musik. Weniger als 5% regelmäßig. Und die Kirchenmusik ist aber fast ausschließlich klassische Musik. Das heißt, wir haben ja ein klares Mismatch, also ein Fehlverhalten von Botschaft und Empfänger. Dagegen, was die Leute Tag und Nacht hören, ist nun mal Popmusik. Und was bei der Lobpreismusik interessant ist, ist, sie verbindet die niedrigschwelligen Formen der Popmusik
mit Texten, die gar nicht so niedrigschwellig sind. Die sind eben nicht so wie die 70er Jahre neues geistige Lied, ins Wasser fällt ein Stein und ein Lied geht durch die Welt, also wo inhaltlich eigentlich wenig geboten wird, sondern in den Lobpreisliedern wird inhaltlich sehr viel geboten. Da geht es darum, Jesus sein ganzes Herz zu geben und Jesus schafft einen Weg, wo kein Weg war und ich kann durchbrechen, also sehr massiv, das aber in kulturellen Formen, die emotional ansprechen. Deswegen verwenden wir jetzt im Gebetshaus oder auf der Meer sehr viel von dieser modernen Worship-Musik und merken, dass es Menschen ganz leicht macht, ihr Herz zu öffnen. Wir haben vor einem halben Jahr oder mittlerweile fast schon ein Jahr im Zuge von dieser Aktion Deutschland bete gemeinsam auch ein Lobpreislied übersetzt, das ist gar nicht von uns, aber übersetzt und aufgenommen. Das heißt, der Herr segne dich. Und es hat über 2 Millionen Klicks auf YouTube. Ganz viele Leute haben geschrieben, dass sie zutiefst berührt sind. Und natürlich, wenn sie an die Chant-CDs aus dem Stift Heiligen Kreuz denken, das ist dann ja noch hunderte von Malen mehr Leute, die erreicht werden. Aber ich glaube, wir müssen nach musikalischen Wegen suchen und allgemein nach Wegen suchen, wo Menschen zusammen beten können und in ihrem Herzen berührt werden. Und da sollte uns jede Ästhetik recht sein. Wir werden oft kritisiert, dass wir Lobpreis auch so stark mit Lightshow, mit so Bühnenshow anreichern. Ich denke, vor 200 Jahren hatte man andere Stilmittel. Da Kerzen, Weihrauch und Barockgemälde und Orgel sind auch Stilmittel. Und die sind auch nicht in der Bibel, vom Weihrauch abgesehen. Und all das darf verwendet werden zur Ehre Gottes, um es Menschen leichter zu machen, ins Gebet zu kommen. Das sollte das Ziel sein. Was die Inhalte betrifft, es sollten Botschaften sein, die was mit dem Lebensstil zu tun haben, Lebensstilthemen. Ich mag das Wort Lebensstil ganz gern, weil Lebensstil zeigt, wir Menschen haben ja eine Entscheidung, will ich eher so leben oder eher so. Und Menschen entscheiden sich zu teilweise sehr radikalen Lebensstilen, zum Beispiel für sich zu entscheiden, vegan leben zu wollen, kostet ganz schön viel Kraft. Du musst auf alles Mögliche verzichten, wenn du reist, wenn du wo eingeladen bist, musst du immer sagen, ah, ich bin Veganer. Und trotzdem ist es ein Lebensstil, den viele junge Leute für sich ergreifen. Und wir sollten selbstbewusster sein, zu sagen, wir als Christen schlagen auch einen Lebensstil vor. Das Tolle beim Veganismus ist, man muss nicht erst ein Buch drüber lesen, über die historischen Ursprünge des Veganismus und welche Auswirkungen das auf das zentrale Nervensystem hat und warum das ethisch gut ist, sondern man kann einfach anfangen. Und da sind wir Christen oft so schwerfällig. Wir sagen, ja, da muss man erstmal anfangen, man muss erstmal ein Verständnis haben. Nein, wir müssen Themen entwickeln, die sagen, hier kannst du was ändern. Ich mache Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich suche immer nach lebensrelevanten Fragen, bevor ich eine Antwort gebe. Ich habe eine Antwort. Ne? Meine Antwort ist zum Beispiel, dass Jesus uns frei macht. Und zwar auf ganzheitliche Weise von äußeren und inneren Dingen. Das ist meine Antwort. Jetzt könnte ich mein YouTube-Video oder meinen Vortrag nennen, Jesus macht dich frei. Da würden ein paar Leute draufklicken und sagen, ja, okay. Aber vielleicht würden eh nur die draufklicken, die das ohnehin schon glauben. Ich habe mein Video aber anders genannt. Ich habe das Video genannt, 7 Anzeichen, dass du manipuliert wirst. Weil wie nennt man die Situation, wenn man nicht frei ist? Nein, man wird manipuliert. Und warum nicht ein Video, das erstmal davon ausgeht, Menschen kennen intuitiv das Gefühl, ich werde manipuliert, ich mag das nicht. Ausgehend davon zu sagen, und das ist die Lösung. Im Letzten, Jesus macht dich frei sogar von den Dingen, die dich im Inneren manipulieren. Aber hier ausgehend von einem Lebensstil und von einer Lebensproblematik. Das heißt, wir sollten gezielt nach Themen suchen, die eine unmittelbare Lebensrelevanz haben. Und im Glauben sind das zum Glück fast alle. Und selbst wenn man mal über was ganz Abstraktes predigt, wenn man jetzt einfach sagt, wir predigen mal über das ewige Leben, na, dann kann man am Schluss fragen, was heißt das jetzt für uns, wie sollen wir heute leben? Wenn wir über die Entstehung der Erde, wie Gott die Welt erschaffen hat, predigen oder die Menschwerdung Christi, es gibt irgendwas, wo wir am Schluss in die Lebensrelevanz kommen können. Wenn wir das nicht tun, wird es sehr schwer, diesen Veranstaltungen diesen Drive zu geben. Weil was wir wollen, ist, dass die Leute ja nicht nur sagen, jetzt haben wir schön gesungen, schön hat der Herr Pfarrer was erzählt, sondern dass sie weggehen und sagen, ich verändere was in meinem Leben. Ich brenne. Nochmal, um auf das allererste Bild von der ersten Vorlesung zu gehen. Unser Ziel ist ja diese Person. Die sagt, ich habe da was erfahren, in meinem Leben ändert sich was, ich suche jetzt Anschluss und ich habe Ausstrahlung für andere. Das ist das Interessante.
genauso wenn sie Social Media machen, wenn sie irgendwelche Medienangebote machen, denken Sie bitte nicht nur daran, worüber würde ich gern sprechen. Ich sehe zum Beispiel Bischöfe auf Instagram, die sagen, ja, ich erzähle das aus dem Alltag eines Bischofs. Das ist okay, das kann auch mal interessant sein, aber noch viel spannender wäre es zu fragen, wie sieht denn der Alltag normaler Menschen aus? Und was habe ich als Bischof mitzugeben, was da wirklich einen Unterschied machen kann? Ja, oder kirchliche Institutionen haben auf YouTube oder, ja, wir stellen uns vor oder wir zeigen, wie es bei uns aussieht und was unsere Projekte sind. Ja, aber vielleicht ist das überhaupt nicht interessant. Vielleicht hast du aber eine Antwort auf eine Frage, die ich habe, die wirklich interessant ist. Und so würde ich denken, so würde ich auch Veranstaltungen denken. Das mal durchdenken. Wenn Sie jetzt eine Mutter von 3 Kindern sind, wenn Sie eine berufstätige junge Frau sind, wenn Sie ein Pensionär sind, der irgendwo in Wiener Neustadt lebt. Also denken Sie mal solche Leute durch und überlegen, warum sollten die auf diese Veranstaltung gehen? Was hätten die davon? Und würden Sie auch verstehen, was sie davon haben? So würde ich vorschlagen zu denken und so würde ich auch die Themen konzipieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Leute sagen, das hat mir jetzt echt weitergeholfen. Vorletzter Punkt. Ich will ein bisschen was über die Finanzierung sagen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich schreibe jetzt nur Finanzierung hin. Ganz, ganz, ganz oft höre ich, ich habe das und das vor, aber dafür habe ich nicht das Geld. Sich auf das Geld durch Subventionen zum Beispiel zu verlassen, ist trügerisch. Das Organischste, wie man eine Organisation aufbauen kann, ist genauso wie ein Selbstständiger ein Unternehmen aufbaut. Dass er sagt, okay, ich habe hier ein Produkt und ich versuche zu überlegen, wie kann das Produkt so interessant sein, dass es sich von selber finanziert. Das ist eine wirtschaftliche Denkweise, die vielen ein bisschen noch fernsteht, auch gerade in der Kirche, aber es ist eine sehr gute Denkweise, weil sie sehr kontrollierbar hält, ob Aufwand und Effekt in einem Verhältnis stehen. Das heißt, ich würde bei Veranstaltungen einfach überlegen, gibt es Leute, die uns im Vorfeld sponsern, die es unterstützen, aber das sollte nie das ganze Budget sein, denn eine Veranstaltung sollte was kosten. Außer sie ist komplett, völlig evangelistisch, dann kann es auch mal umsonst sein oder im Internet, aber sonst dürfen Veranstaltungen was kosten. Sie sollen aber auch so gut sein, dass sich der Preis rentiert. Wir laufen ein bisschen den Kurs in Augsburg, dass die mehr gar nicht so billig ist, die kostet etwa 180 € Teilnehmergebühr, also natürlich ohne Essen und Unterkunft und war letztes Jahr mit 12.000 Leuten ausverkauft. Natürlich ist das nicht unumstritten, Leute sagen, das ist teuer. Zugleich ist es nicht so teuer, wenn man es vergleicht mit säkularen Rockkonzerten. Da kostet teilweise ein Abend auch schon 80 oder 100 € und diese Veranstaltung ist ja 4 Tage. Aber ich würde sagen, selbstbewusst, wenn man eine gute Veranstaltung macht, die wertig ist, die Exzellenz ausstrahlt, dann darf sie was kosten und sollte sich im Idealfall von Anfang an selber finanzieren. So, wenn Sie diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prinzipien grundsätzlich verinnerlicht haben, ist das andere nicht mehr so entscheidend. Das nächste wäre dann, dass man Marketing, dass man eine Strategie entwickelt, wie bringt man das an den Mann. Ich habe vor 2 Jahren hier in Heiligenkreuz ja auch eine Vortragsreihe gehalten über das Thema Leadership, wo es noch stärker darum ging, wie entwickle ich Strategien, wie kann ich auch Feedbackschleifen einbauen. Also konkret, wenn was nicht gut funktioniert, wie kann ich dann rausfinden, warum hat es nicht gut funktioniert? Und dann gehe ich in die neue Planung und optimiere das. Trauen Sie sich, Sachen auszuprobieren, die auch nicht funktionieren. Das gehört dazu. Aber probieren Sie überhaupt was aus. Wir leben in einer Zeit der Optionalisierung. Der Glaube hat an seiner Attraktivität nichts verloren, aber die Leute müssen überzeugt werden, warum sie ausgerechnet das tun sollen. Und die Aufmerksamkeitsspanne dafür ist kurz. Wir müssen Wortschatz entwickeln, der anschlussfähig ist, dass man ihn versteht, anschlussfähig nicht in den Themen. Die Themen können total konfrontativ sein, die können das Gegenteil vom Zeitgeist sein, aber man muss sie zumindest verstehen. Und dann brauchen wir Räume, entweder digitale oder echte Veranstaltungsräume, die was Schönes ausstrahlen, wo man denkt, da ist wirklich Power dahinter, die was Warmes, was Herzliches haben, wo man andere Leute treffen kann. Diese Räume müssen einerseits im Gebet vorbereitet sein, es muss um diese Seelen gekämpft werden,
und andererseits müssen sie die Möglichkeit bieten, im gemeinsamen Gebet Gott zu begegnen. Das passiert, wenn sie gemeinsam beten mit anderen. Auch in sozialen Räumen geht es, sogar auf WhatsApp-Gruppen geht es, mit YouTube-Streams geht es, werden Menschen berührt. Und das wird auch dazu beitragen, dass Leute es mithelfen zu finanzieren, weil es attraktiv ist. Wenn sie das verbinden mit Themen, die für einen Lebensstil relevant sind, einmal mehr für ihre Zielgruppe, dann wird es wachsen. Ich möchte schließen und diese drei Vorlesungen abschließen mit dem Gedanken: Wir werden in der Zukunft uns mehr mit zwei Fragen beschäftigen müssen, nämlich mit der, wie genau ist unsere Zielgruppe? Vielleicht können wir auch nicht alle erreichen, sondern wir müssen uns eine aussuchen und überlegen, wo stehen die, welche Fragen haben die, welche Inhalte von denen, die wir haben, sind wirklich für die packend? Und die zweite Frage, wofür brennt wirklich unser Herz? Was können wir wirklich gut? Was haben wir wirklich verstanden? Lieber ein scharfes Profil, lieber zu sagen, ich spreche über die zwei, drei Themen, wir machen die zwei, drei Arten von Veranstaltungen, aber machen die gut. Wenn das im Gebet durchsäuert wird, dann wird es wachsen. Einmal mehr gilt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Es ist ein geistlicher Kampf, aber wir sollten nicht in so etwas Spiritualistisches verfallen, zu glauben, wenn wir beten, ist dadurch schon alles andere geregelt. Nein, wir müssen unsere Hausaufgaben auch machen, nämlich in Exzellenz, in einer klaren Orientierung an der Zielgruppe, Angebote zu entwickeln, die verstehbar sind, die in einer Kultur von Authentizität und Herzlichkeit funktionieren und die sich in irgendwelchen Veranstaltungen manifestieren. Das sind neue Formen für eine neue kulturelle Situation, in der eine neue Evangelisierung nicht nur möglich ist, nicht nur nötig ist, sondern extrem viel Potenzial hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich live wiedersehen.